damit herzlich willkommen zurück, Leute, zu Let's Play Minecraft. Und ey, es war gerade so ein Krampf, das alles zum Laufen zu bringen. Es gab ein Update von meinem Rodecaster Pro 2, so heißt das Ding. Und auf einmal ging nichts mehr. Mann, ich musste alles neu einstellen in OBS. Ich dachte, ich bin dumm. Dann lief im Spiel auf einmal keine Musik mehr. Ich muss die ganze Musik, muss nur Musik neu installieren. Ach du kranke Leute, heute haben wir noch unsere große Folge vor endlichem Zuhause suchen. Ich stand hier jetzt eben die ganze Zeit rum und habe den Ton versucht zu fixen und deswegen ist es hier dann auf einmal Nacht geworden und ich habe jetzt kurz Timeset Day gemacht, sodass der Tag wieder am Morgen beginnt. Wir hören ein bisschen Professor Layton und das verfluchte Hundedorf, keine Ahnung, wenn der erste Teil hieß, Instrums Village auf jeden Fall, dann hören wir jetzt. Und ich habe ein paar neue Songs installiert, ein paar neue OSTs. Ich habe in der letzten Folge gesagt, ich würde mal nach Red Dead Redemption 2 gucken, aber in jedem Red Dead Redemption 2 Lied wird gesungen. Also vergesst das mal ganz schnell wieder. Wir gucken jetzt nochmal einmal kurz auf die Karte. Wir hatten uns wieder hier runter bewegt. Und wir wollten hier in so ein Biom, aber das ist nicht das Biom. Irgendwas war daran noch falsch. Obwohl das so richtig aussieht. Ne, wir wollten hier... Hä? Eigentlich sieht das echt richtig aus, ne? Sogar ein Dorf. Habe ich das in der letzten Folge nicht gesehen? Warum ist das hier nicht das, wo wir eigentlich hinwollen? Das sieht nämlich verdächtig so aus wie das, wo wir eigentlich hinwollen. Ich markiere mir das mal kurz. Set Temporary Waypoint. Ich laufe da mal kurz rüber. Das ist doch gar nicht weit von hier. 400 Meter. Mein Gott, jetzt sind wir schon so viele Meter gelaufen, dass wir noch schaffen. Das sieht doch aus wie das richtige Video. Bin ich irgendwie lost? Habe ich das in der letzten Folge nicht gesehen. Ich muss mal unbedingt hier mich ein bisschen organisieren. Das wäre natürlich fatal, wenn ich mich da vertan hätte und das einfach nicht gemerkt habe, dass wir genau in dem Biom, wo ich hin will, sind. Da ist aber noch ein Dorf, wo wir nicht waren. Piss dich weg, Junge. Piss dich, ich sag's dir. Oh Gott, hier ist ein Unterwasserhöhlensystem. Schnell weg. Schnell weg! Dafür habe ich keine Zeit. Mir keiert da was hinterher. Ich hab's genau gehört. So, hopp. Schaff ich das? Easy Snack. Okay, vielleicht war ich da auch in der letzten Folge und irgendwie hat da was nicht gepasst. Aber eigentlich sieht das aus wie das richtige Biom. Das Biom, das ich suche. Ja, und noch. Ja, das ist ja echt das Biom, das ich suche. Und da ist ein Dorf in der Nähe. Hätte mich irgendwie dumm. Waren wir nicht in der letzten Folge, oder? Da ist ein Kürbis, aber wir brauchen keine Kürbisse. Wir haben genug. Das ist der Flex hier. Wir haben alles, was wir brauchen eigentlich. Auf unserer Reise gefunden. Das heißt, jetzt ist wirklich höchste Zeit, dich niederzulassen. Und das erinnert hier sogar so ein bisschen. Ah, ich verstehe. Das ist hier so ein Biom. Nee. Das ist ein normales Biom. Hey, das ist genau das Biom, was ich gesucht habe. Bin ich dumm? Das ist ja genau das Biom, das ich gesucht habe. Hier, da kann ich mir das ja sparen. Jetzt hatte ich mir extra rausgesucht, welches Biom wir brauchen. Du wolltest mich da hinführen lassen von unserem Kompass. Ich bin mir nicht so sicher, ob die böse sind. Ich würde gerne den Waypoint kurz deleten. Da muss ich mal hin. Müsste in die Richtung sein, zu dem Dörfchen. Und dann bin ich ja eigentlich genau da, wo ich hin wollte. Ich wollte nämlich in so ein Biom hier. Hier schön Platz schaffen und dann meinen Bauernhof errichten. Was sehe ich denn hier? Das gefällt mir aber nicht. Ja, optimal. Ja, da muss ich mir ja gar keine Mühe machen. Und hier haben wir auch noch ein schönes Dörfchen. Ja, herrlich. Wunderbar. Und ein paar schöne Ziegen, wollte ich gerade sagen. Aber das sind Schafe. Ich bräuchte auch eigentlich unbedingt mal eine Schere. Was sehe ich denn? Ich sehe ja gleich so viele verlockende Angebote. Was rauscht hier so? Mehr Wasser? Ich dachte gerade... Ach nee, hier ist Sand. Okay, weird. Hi, ich bediene mich mal eben an deinem Ding hier. Tschüss. Gibt's noch mehr Kisten für mich? Den Schrein muss ich unbedingt aktivieren. Naja, ist sogar echt so ein bisschen Wasser. Ich würde so in die Richtung hingehen und gleich mal gucken, wie groß das dahin wird, das Biom. Wie nennen wir den Spaß denn mal hier? Dorf am Wasser, ganz simpel.
Ganz simpel. Create Waypoint. Machen wir hier so Türkis. Dorf am... was mache ich denn? Am Vasa. Klingt holländisch, so. Ja, ey, guckt euch mal diese Insel hier an, die wäre ja eigentlich perfekt. Ey, ich hoffe, hierhin wird das noch ein bisschen größer. Ich würde so gerne auf so einer Insel bauen. Ansonsten hier... Da unten ist direkt das nächste Dorf und dann hier quasi so unseren Bauernhof hin. Hier ein Dorf, da ein Dorf wäre eigentlich optimal, oder? Wäre eigentlich for real optimal, aber ich gehe jetzt mal kurz in die Richtung noch. Ey, dass das Wasser immer verschwindet, wenn ich auf die Map gucke. Das hat übrigens nichts mit dem Shader-Mod zu tun. Das ist auch, wenn ich keinen Shader drin habe, ist mir eben aufgefallen, als ich ein paar Sachen ausprobiert habe. Ganz cool. Okay, nach da kommt Savanne. Savanne catcht mich nicht. Die Richtung catcht mich eher. Weil ich gucken will, ob da noch so eine Private Insel wäre für uns. Das wäre natürlich ultra Premium. Ein braunes Schaf. Ich lasse dich leben. Ich bin quasi mal. Das ist das nächste Dorf einfach. Ey, das kann nicht sein. Ey, wir hätten hier drei Dörfer. Wir haben so viele Dörfer, oh mein Gott. Dieses Biom hier finde ich immer noch creepy. Da ist noch ein Dorf. Das kann nicht wahr sein. Wir haben so viele Dörfer. Ich muss mal kurz. Ey, das mit dem Wasser ist echt belastend. Da ist es wieder. Ich muss mal kurz darüber. Und dann schauen wir mal, ob wir hier noch eine Private Insel haben. Ansonsten finde ich den Spot da vorne, den ich euch eben auf der Map gezeigt habe, eigentlich echt Premium. Wir sind zwischen drei Dörfern und haben richtig viel Platz zu bauen. Und sind aber von allen drei Dörfern weit genug weg, dass wir eigentlich keine Probleme kriegen dürften mit unserer Eisenfarm. Das wäre schon sehr, sehr nice, muss ich gerade mal eben hier anmerken. Okay, ernsthaft, zwei Kirchen? Oh Gott, was habe ich hier entdeckt? Das ist eine Sekte. Ich habe es mir gedacht. Sonnenblümchen. Wunderbar. Dieses Dorf der Sekte, nennen wir das einfach. Hiervon nur Abstand halten. Dorf der Sekte. So, was ist das? Dorf der Sekte. Ja, das kann ruhig schwarz bleiben. Nein, ich habe auf Abbrechen gedrückt, ich Idiot. Dorf der Sekte. Ich sag's euch, ich bin schon mit das Schwarz haben. So. Digga, wie viele Kirchen haben die? 1, 2, 3 Kirchen. Oh mein Gott, das habe ich auch noch nicht gesehen. Leute, was macht ihr hier? Ja, nein, die quatscht mich direkt an. Die will mich direkt bekehren, aber nicht mit mir. Ich habe so viele Kirchen, ich krieg Angst, da wird was weggekluckert. Ich muss die erstmal bestehlen, um mich besser zu fühlen. In den Kirchen gibt's nichts. So, jetzt guck ich nochmal kurz auf der Karte, wie es aussieht mit der Private Insel hier. Aber ich würde fast sagen, wir gehen an den Spot da zurück, wo wir eben herkamen. Der war eigentlich optimal. Ja, hier gibt's keine Private. Diese Insel hier wäre quasi, aber die ist mir eigentlich zu nah. Ich finde hier perfekt eigentlich, hier. Hier haben wir auch hier ein bisschen Wald. Das Rote da ist ein bisschen creepy und hier wird es ganz gruselig. Bin mal auf das Dorf da gespannt, müssen wir irgendwann mal hin. Nee, ist kein Dorf, das sind Pilze. Dieser Hitler-Rot ist ja noch sehr, sehr cool. Wir haben eigentlich eine echt coole Map, wir haben schon viel zu viel von der Map entdeckt. Sag's, wie es ist, wir haben schon viel zu viel von der Map entdeckt. Ich will eigentlich gar nicht so krass viel von der Map entdecken, denn falls wir die 1.20 ist ja inzwischen draußen, irgendwann die Mods alle auf die 1.20 geupgradet bekommen, das wäre natürlich schon sehr Premium, dann wollen wir auch von der 1.20 was haben und wenn ich jetzt hier überall schon rumlaufe, dann könnte da schon nichts mehr spawnen. Das heißt, wenn ich die Area hier jetzt freilasse, hat da dann die 1.20 Zeit, Sachen zu rendern, also zu generieren, meine ich, nicht zu rendern. Ja, dann würde ich doch fast sagen, auch wenn das hier diese Private Insel eigentlich auch ganz cool ist, da kann man ja später noch hin. Ne? Ist ja nicht gesagt, dass man hier auf die Insel kann. Das hier zu erkunden wäre natürlich auch noch geil. Da hier auch so ein bisschen weit kommt. Ich laufe aber noch ein bisschen hier runter. Ich weiß, Leute, ich nerv euch jetzt schon seit gefühlt 20 Folgen. Wir laufen die ganze Zeit nur rum und haben uns immer noch nicht niedergelassen, aber ganz ehrlich,
Da kommt es jetzt auf eine Folge auch nicht an. Das ist ja, glaube ich, letztes Mal schon so wenig zumindest. Aber ich will auf jeden Fall nochmal schauen, wie es hier in die Area sich generiert. Weil das ist schon auch sehr nice, wenn wir so eine eigene Insel hätten. Fühlt ihr doch, oder, Leute? So eine Private-Insel wäre schon auch geil. Und hier ist auf jeden Fall auch viel Platz. Ja, hier hätten wir sogar Strand, aber hier haben wir auch noch diese Riesenschlucht. Also das bietet sich schon an für eine Private-Insel. Man kann das ja hier auch ein bisschen kappen vom Festland, ne? Denn man sagt, wir reißen das hier ab, sodass die mehr so im Wasser schwebt. Aber ich glaube, ich würde erstmal hier mich niederlassen. Genau da. Dann haben wir hier einen Fluss mit Wasser, wir hätten hier einen Fluss mit Wasser, wir hätten hier ein Dorf, da ein Dorf, da ein Dorf. Ich lasse jetzt mal noch ein Stück hier runter, dass ich das zu Ende generiert, dass wir wissen, wie es hier aussieht. Also hier haben wir auf jeden Fall auch ein bisschen Birken. Es wird auch schon wieder dunkel, es wird jetzt also Zeit. Eine fette Schlucht. Es wird Zeit, sich jetzt mal langsam hier irgendwo einzufinden, ne? Ah, hier ist aber auch schön. Hier ist es auch schön. Guckt euch das an, wie herrlich das hier ist. Mit den ganzen Blümchen, lasst mich durch. Hier ist die Busena schon wieder ein Dorf. Oder ist das Dorf, wo wir vorhin waren? Könnte das sein, ne? Ja, okay. Gut, dann würde ich jetzt hier es erstmal nicht weiter generieren lassen und dann diesen Punkt entfernen. Und hier ungefähr würde ich sagen, dass wir weit genug von den Dörfern weg sind. Da würde ich jetzt hinwollen. Cool, hier haben wir nochmal Kürbisse, aber wir brauchen gerade keine. Wird nicht da runterfallen. Ja, das ist eigentlich auch ein schöner Screenshot hier, aber nicht ganz so schön wie der andere. Alright, people, dann let's go. Der Schrein ist aktiviert. Der sieht so unaktiviert aus. Der war unaktiviert? Bin ich gerade los? Wir waren hier unten im Dorf noch gar nicht. Hä? Ups. Dorf. Malgrad, nicht den Spaß einfach. Dorf, Malgrad, ich hoffe, ich habe das so geschrieben. Malgrad, nee, Malgrad. Malgrad, oder? Dorf, Malgrad. Ja, okay, da male ich gerade, wisst ihr? Okay. Ich will mich hier kurz ins Bett legen bei einem, bevor ich aufbreche. Oh, eine Schmiede! Das ist das erste Mal, bitte Eisenrüstung. Yo, und Eisenfettrüstung, geil. Und ein Sattel, Ehre. Nicht das Beste, aber absolut akzeptabel. Und ich nehme mich mit. Euch auch. Ich klaue euch all euer Haben gut, Leute. Ganz gewissenlos. Klaue ich euch einfach alles. Und lege mich auch noch bei euch ins Bett. Und trinke mal eben was. Habt ihr das gehört? Ah, mein Wasser ist gleich leer, ich brauche ein neues. Muss ich zwischen den Folgen gleich mal holen. Und ich muss darauf achten, wie lange ich aufnehme. Ich nehme gerade 14 Minuten auf der Sonne. Oh Gott. Guck mal, was da draußen ist. Oh je. Oh je. Das war kurz knapp. Hör, warum sieht man... Habe ich etwa vergessen, das so einzustellen? Oh Gott, nicht nötig. Muss eh los, Leute. Viel Spaß im Wildschwein. Bye, bye. Ich muss meine dreckigen Markierungen hier. Okay, haben wir denn genug Holz? Eigentlich will ich. Nee, hier will ich das Holz jetzt nicht abbauen. Ich zerzäusel den jetzt nicht hier, ihr Dörfchen hier. Kleines. Wir haben ein bisschen Holz. Und wenn nicht, hier kann man mal was mitnehmen. Auf dem Weg. Kleines Gellet. Ein Skeleton und was sehe ich da unten? Nur Ärger. Dieser riesige Baum da, der sieht auch fehl am Platz aus, den nehmen wir auch mit.
So. Und dann geht's auf. Wir hatten aber kein Dorf mit Laternen, ne? Weil ich blöderweise nicht so drauf geachtet. Die nehme ich ja immer ganz gerne mit. Das zeigt uns auch, weil dann können wir uns gleich einen kleinen Wald bauen. Hau auf. Da rennt mir was hinterher. Ich höre das ganz genau. Lass mich bloß in Ruhe, Junge. Oh Gott, der ist dicht hinter mir. Hey, das. Oh mein Gott, ich höre seine Steps die ganze Zeit in meinem Nacken. Das gefällt mir ganz so gar nicht. Der will was von mir. Hey, bitte lass mich. War mir echt immer noch hinterher? Nee, das, jetzt hat er mich wieder gesehen. Kacke. Kacke. Okay, hier will ich bauen, habe ich gesagt. Wo hier so ein Loch ist. Ich guck mir das kurz nochmal auf der Karte an. Ja. Hier so auf der Ebene, oder? Was haltet ihr davon, wenn wir die Ebene nehmen? Dann kann ich gerade mal gucken, habe ich irgendwo noch eine Holzaxt? Nö, da müsste ich nur kurz eine bauen. Ich brauche keine Holz, na klar. Komm hier. So. Holzaxt. Jetzt muss ich erstmal wieder die Befehle lernen. So, warte mal, das hier war die. Oder war auf die Ebene? Ja, hab ich ja wieder so viel zu tun. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Ebene. Und dann slash slash set. Und wir gehen das nochmal. Muss ich gar nichts machen? Muss ich einfach nur. Okay, und dann müssen wir stattdessen R machen, wa? Danke, erschrocken. Genau so war das. Okay, dann bringen wir das auf die Ebene. Oh, das gefällt mir aber gar nicht, was ich hier sehe. Das gefällt mir ja gar nicht, was ich hier sehe. Huch. So abbauen. Habe ich echt keine Schaufel? Nee, sorry. Also dann nicht. So. Zack. Okay. Was haben wir hier noch für ein Ärgernis? Weg damit. Die nehme ich jetzt aber so mit. Und dann bleiben wir auf der Ebene erstmal, oder? Ist natürlich jetzt erstmal nicht ganz so riesig wie damals in unserer anderen Welt. Aber trotzdem eigentlich schon ziemlich groß. So, ist aber auch nicht so schön wie damals. Sag ich euch, wie es ist. Die Lage ist schon optimal hier zwischen so 2, 3, 4, 5 Dörfern. Aber 100% zufrieden bin ich irgendwie noch nicht mit der Lage. Ich weiß, das wird euch gar nicht gefallen. Aber das ist leider so. Wer das so viele Ebenen hat, wie sieht's denn hier aus? Wenn ich mich kurz mal in das Dorf hier teleportiere. Perfekt, schau dir um das zu gehen. Und dann in die Richtung mal kurz laufen, moin Jungs. Einfach mal gucken, wie das Biom hier aussieht. Oh, okay. Bergig, aua. Mit so einer Blumenwiese. Ich will nur mal schauen, ne? Nur mal schauen, muss ja auch ein paar Optionen offen halten. Wenn ich da jetzt eigentlich schon angefangen hatte, bin ich euch ganz ehrlich, da gefällt es mir irgendwie nicht. Wie ist es denn hier? Hier haben wir. Okay, haben wir nur so ein Part. Wir haben auch zwei Dörfer in der Nähe. Ich kann noch so ein Stück nach hier unten und gucken mal, wie hier die Lage aussieht. Das ist halt sehr bergig. Und nicht so viel Platz. Hm. Was
ist das da hinten schon wieder? Ich habe ja Minecraft Alpha Vibes. Oh, ich weiß, wie der Hintern Glück hat. Oh, guck mal, da oben kommen pinke Bäume. Hier sind Pferde. Achso, das geht nicht mit dem Schwert in der Hand. Ich habe jetzt meine. Da fällt mir gerade ein, ich könnte ja mal die Eisensachen anziehen, so. Das ist hier nicht. Das ist alles nicht so wirklich das, was ich mir wünsche. Oh ja, ich sehe schon wirklich so mad sein, dass der 5 Folgen einfach nur durch die Gegend renne. Aber ey, das ist eine schwere Entscheidung, wo man sich niederlässt, okay? Das ist eine schwere Entscheidung. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Spot, der akzeptiert. Boah, was ist das denn da oben? Oh, 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 oh Gott. Der akzeptabel aussieht. Ja, okay, hier kommt so ein Fichtenwald. Boah, das sieht aber geil aus. Ah, und da kommt ein Dorf, was sich so entlang zieht. Eigentlich wollte ich noch weiter hier runterlaufen. Guck mal, wie weit wir von unserem eigentlichen Spot bis auf einmal entfernt sind. Ach, das mit dem Wasser nervt. Ich verstehe nicht, wodurch das kommt. Vielleicht durch diesen FPS-Mod, der eh nichts bringt. Den kann ich eigentlich mal wieder rauskicken. Guck mal, hier sind schon die ersten Häuserchen. Das ist doch eigentlich ein guter Spot hier, um die Folge zu beenden, Leute. Auch wenn ihr wahrscheinlich jetzt nicht das gesehen habt, was ihr euch gehofft habt, und zwar, dass ich endlich einen Spot finde. Boah, ey, aber dies. Boah, und dann. Naja, also das hier ist schon echt cool. Hier muss ich erstmal einen Screenshot von machen noch. Das ist schon echt sehr nice. Leute, ich würde sagen, wir machen einen kurzen Cut. Wenn es euch gefallen hat, gebt doch gerne einen Daumen hoch. Ich hoffe, dass wir in der nächsten Folge endlich ein Zuhause finden. Ich will selber jetzt endlich anfangen zu bauen. Aber mit dem Spot, den wir eben entdeckt haben, bin ich noch nicht so 100% zufrieden. Ich sage euch, wie es ist. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Dann sehen wir uns auch noch morgen, wenn wir in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao.